Hallo, ich heiße Volker Wolf. Ich bin Ortsbeirat im Ostend und in Bornheim. Das Ostend hat in den letzten 20 Jahren einen Wandel erlebt. Die Ansiedlung der EZB hat den Obst- und Gemüsehandel in der Großmarkthalle ersetzt und direkt daneben ist mit Hafenpark und Weseler Werft ein beliebter Sport- und Freizeittreffpunkt für ganz Frankfurt entstanden. Diese Projekte wurden unter anderem durch unsere Initiativen verwirklicht. Daneben kämpfen wir hier im Stadtteil massiv für den Erhalt und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Entlang der Ferdinand-Happ-Straße, die nur wenige Schritte von hier entfernt ist, sind Erfolge zu sehen. Dort entstehen durch mehrere Projekte der ABG geförderte Mietwohnungen. An anderen Stellen unterstützen wir Mieter und Initiativen gegen drastische Mieterhöhungen und Verdrängungen, damit der Ortsbezirk 4 eine bunte Mischung für alle seine Bewohner bleibt. Doch das Ostend ist auch ein Gewerbe- und Industriegebiet. Entlang der Hanauer Landstraße und dem Osthafen findet sich ein breites Spektrum von klassischen Industriearbeitsplätzen bis hin zu den Kreativberufen der Digitalwirtschaft. Mehr davon erfahrt ihr von meiner Kollegin Dr. Ortrud Seifert. Das Osthafengebiet gibt über 10.000 Menschen Arbeit. Außerdem finanziert die Industrie seit Jahren mit über 40% den Haushalt der Stadt Frankfurt. Deshalb muss der Osthafen Gewerbegebiet bleiben. Hallo, mein Name ist Sabine Rosenthal. Wir sind hier auf der Oberenberger Straße, dem Zentrum von Bornheim, wo gelebt, gelernt, gearbeitet, eingekauft und ausgegangen wird. Es freut mich, dass ich als SPD-Ortsbeirätin dazu beitragen konnte, Bornheim vor allem für Fußgängerinnen und Radfahrer, für Schulkinder bis hin zu Senioren ein Stück weit sicherer und freundlicher zu gestalten. Und mit der Einführung des Parkraumbewirtschaftungskonzepts konnten wir vielen Anwohnerinnen und Anwohnern in Bornheim den Druck der täglichen nervigen Parkplatzsuche nehmen. Außerdem ist es unser Ziel, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in Bornheim und im Ostend auch in Zukunft vor Ort ohne Online-Anbieter mit dem Wichtigsten versorgen können. Wir machen uns dafür stark, dass in Bornheim weiterhin Normalverdiener wohnen können. Das lustige Dorf darf kein Quartier für Besserverdiener werden. Jeder Neubau muss mit mindestens 30% geförderten Wohnraum gebaut werden und damit bezahlbare Wohnungen für mittlere und niedrige Einkommen mit sich bringen. Und das zukünftig ohne Autobahnlärm. Hallo, könnt ihr mich hören? Ich euch auch nicht. Moment. Hallo, mein Name ist Jan Wienekamp. Ich bin der Bernheimer Ostfriese. Damit ihr in Zukunft meine Stimme besser hören könnt und wir eure, kommt auf die A661 endlich der Deckel drauf. Dafür haben wir jahrzehntelang gekämpft. Jetzt ist er, dank der SPD, beschlossene Sache. Nicht so weit gedeckelt, wie wir uns das weiterhin wünschen, aber wir sind einen großen Schritt weiter auf dem Weg, den Krach loszuwerden und die Schneise zwischen Seckbach und Bornheim endlich sinnvoll zu nutzen. Und damit wir in Ruhe weiter für unser Bornheim seine Vereine und Traditionen und seine Einzigartigkeit, seine Originale, seine Aargeplagten arbeiten können, müssen wir euch nicht nur an dieser Ecke besser hören können, sondern auch überall in unserem historischen Bornheim. Dafür wollen wir uns auch in Zukunft einsetzen. Mehr Ruhe, noch besserer ÖPNV, weniger Durchgangsverkehr, weniger Stress und Hektik, mehr Miteinander statt gegeneinander. Mit eurer Stimme aus eigener Kraft für ein vereintes, schönes Bornheim und ein lebenswertes Ostend.